The button there. Hallihallo, ihr schaut Mo von VR, mein Name ist Mo Tensen und ich teste PlayStation VR-Spiele. You know, the one sporting the flashing light. Da redet ein Panda mit mir, hi. Also, ich habe tatsächlich netterweise, OMG, bitte halt die Klappe. Ich stelle den Sound mal aus. Ja, es hilft. Genau, ich teste ja auf meinem Kanal hier PlayStation VR-Spiele. Nicht nur PlayStation VR, sondern manchmal auch Oculus, aber hauptsächlich PlayStation VR. Und ich habe gestern mal so ein Roundup gemacht und wirklich viele Entwickler angeschrieben, die auch ältere Spiele hergestellt haben, die ich mir noch nicht angeguckt habe, weil ich wirklich mal gerne alles abdecken möchte und habe dann von Wardux ihr bemerkenswertes Rollercoaster Legends bekommen, aber auch Sneaky Bears. So, und bemerkenswert, sei mal interpretiert. Was ich feststellen muss, ist, Sneaky Bear ist, das weiß ich, ist auch wieder ein Wave-Shooter, ja. Und davon haben wir auf der PlayStation wirklich viele, deswegen ist das ein Titel, den habe ich mir nicht mehr gekauft. Auch weil er mich sonst nicht angesprochen hat. Da gibt es tatsächlich, seitdem Sneaky Bears rausgekommen ist, das ist nämlich schon im August 2017 gewesen, gibt es wirklich einige, die noch besser ausgesehen haben, die ich mir auch schon nicht mehr geholt habe. Bis jetzt letztens Blaster of the Universe, was einfach mal das beste Spiel der Welt ist. Und aber wenn ich einen Key bekomme, um mir das mal anzugucken für euch, dann tue ich das sehr gerne. Und bereue es auch sofort. Nein, ihr wisst, ich bin immer sehr grafisch unterwegs und was ich ja schon bei Rollercoaster Legends bemerkte, die Grafik-Engine, die sie da benutzt haben, die hätte, keine Ahnung, zu Unreal Tournament-Zeiten eine wirklich gute Figur abgegeben, aber die ist nicht mehr ganz so fresh. So. Und dasselbe ist hier. Was wir allerdings haben, ist zumindest in diesem Raum jetzt, ist auf meiner PlayStation Pro das Bild gestochen scharf. Da kann man sich nicht beschweren, ja. Also nichts flickert, alles cool. Nur die Grafik ist ein bisschen oldschool, ne? Ist so wirklich der Klassiker, ne? Früher hat man halt hier so Texturen draufgeklebt und hatte keine wirklichen Licht- und Schatteneffekte und Reflections und sowas, sondern einfach nur flache Texturen, die so tun sollten, als wenn es Metall ist oder sonst was. Und in diesem Fall finde ich von der Art Direction Seite, also von der Gestaltung her, ist das auch wirklich immer in dieser Pre-2000er-Area, ja? Also sehr eigentümlich, aber auch ein bisschen nostalgisch, ist ja vielleicht ganz süß. So, jetzt gucken wir mal, wir haben hier ein Menü, Subtitles, ich habe schon geguckt, das Ganze hat so ein bisschen Sprachausgabe, den Panda schalte ich gleich wieder an. Man kann aber nicht umschalten, also es ist einfach Englisch, aber das ist ja auch wurscht, es geht nur um Schießerei und Sound habe ich ausgeschaltet, Musik habe ich vorsichtshalber auch mal ausgeschaltet, damit ihr mich im Zweifelsfall immer besser hören könnt. Und jetzt geht es darum, mal ein bisschen Training zu machen. Hier an meinem Holster, ich stehe gerade im Raum, habe ich zwei eigentümliche Pistolen. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Game anfühlt, würde ich sagen. Ich mache den Sound mal wieder an. Ah. Okay. The big blue button there. Ja. Okay. Now all you gotta do is shoot that target with your gun. Mit den Daumentasten hole ich die Pistolen raus. Okay, so just shoot the bears and beat the score. Sweet. Out of bullets. Throw your gun. Pick up a new one from your belt. Also, wenn die alle sind, shoot 'em. That way you learn how to shoot neue better, holen, ne? And I get my sweet, sweet revenge. Ich weiß auch nicht, warum sie das machen. Irgendwie ist das so. Remember, these bears are bad to the bone. Merkwürdig, eine Nachladegeschichte reinzubauen. Quit it. Perfect. You got it. Awesome. You did it. Fantastisch. Ich habe einen braunen Topf bekommen. I think you're ready. Press the flashing button in front of you. Oh, survival, fire, bomb. Ich press mal For fire. Years the human race has treated my kind like slaves to be cuddled like some child's plaything. Wow. This indignity will go on no longer. Das ist offensichtlich der Antagonist. Ich weiß nicht, was er gegen uns hat. Go? Ah, das war einfach nur das Main-Menü. Ja, wie gesagt, ne, ich bin einfach nur ein bisschen erstaunt über die Grafik. Die läuft auf der auf der Unity Engine und ich
kann mir nicht so richtig erklären. Vielleicht ist das irgendwie ein Titel aus, keine Ahnung, den Anfangszeiten der Oculus Drift oder so. You take care of the bears and I'll set my bros free. Weil ich weiß wirklich nicht, vor allen Dingen auch dieses Körnige bei den Texturen, ja? Ich weiß gar keinen Grund dafür. Das ist wirklich merkwerdig irgendwie. Aber ich schieß mal hier einfach rum und ich habe auch verschiedene Guns jetzt, okay. Und ich weiß auch nicht, der eine versucht, den anderen Panda da zu retten. Und die Bären greifen aber mich an, okay. Ich meine, das ist schon ganz süß, aber ich weiß nicht, ich bin halt wirklich so ein Grafiktyp auch. Wir gucken mal. Also es ist auf jeden Fall von der Mechanik her, von der Spielmechanik her funktioniert das, ja. Also hier, man kann schießen, man hat ein schönes Force-Feedback in den Move-Controllern. Das habe ich noch nicht dazu gesagt, man spielt es mit den zwei Move-Controllern. Die Knarre hier scheint irgendwie mehr so einen streunenden Schuss zu haben, offensichtlich. Be afraid. Okay. Be very afraid. Aber warum auch immer diese Low-Grafik, das Bild ist gut. Ja? Ich habe schon schärfere gesehen, aber es ist sauber. Also das ist ja schon immerhin etwas. Ne? So, Tracking funktioniert auch gut bei mir hier. Es ist gerade morgens und mein Zimmer ist gut durchleuchtet. Kann es sein, dass ich wirklich die auch abwerfen kann mit den Guns? Mal probieren. Nee. Oh mein Gott. Die großen Teddys sind auch ganz lustig. So, aber jetzt die krasse Action kommt noch nicht auf. Das ist aber auch, glaube ich, okay so. Weil es ja erste Level. Ah. What the fuck? Und wie gesagt, ich verstehe die Mechanik nicht, dass man immer wieder sich eine neue Waffe holen muss, wenn die alle ist. That was naja, unexpected. But if you think you can stop me and my brethren taking over the world, you have another thing coming. Wie gesagt, guck doch mal bitte die Textur an, wenn sie das einfach in Grau gelassen hätten, mit ein paar Variationen von Grau, dass diese komische Punktigkeit nicht so auffällt. Dann würde es okay aussehen, aber das hier ist echt merkwürdig. Die Texturauflösung ist nämlich nicht die dollste und das springt einen halt total an durch die Art und Weise, wie sie die Texturen gemacht haben. So, jetzt kann ich hier meinen Highscore eintragen, das mache ich natürlich auch. Shit. Delete. Mo. Verdammt. Ah, VR und Tastatureingaben, ne? Das ist echt ein Thema. Mo. Kann ich meinen Finger vielleicht machen? Nee, ich kann nur eine Faust machen. Naja. Ja. So ein bisschen wie bei Apex Construct, ne? Irgendwie man Continue haut immer daneben auf der Tastatur. Also, das ist echt, weiß ich nicht, wer auf die Idee kommt. Naja. Aber man muss ja irgendwie seinen Namen da eingeben, ne? Ich weiß auch nicht, warum machen sie nicht so Spracherkennung oder sowas Fancyes? Ich glaube, die Fehlerquote ist da genauso wie in VR mit einer ausgestreckten Fingerhand was zu treffen. That was excellent, dude. But there's other places to look for my bros. You can take it from here. You got this. Press to pick up guns. Also, das hatten wir schon. Okay, ich... Was soll ich jetzt machen? Er wird mir das sicher gleich nochmal sagen. Fire, Bomb, Survival. Jetzt, wo ich wissen möchte, was ich zu tun habe, sagt er nichts mehr. Vorhin beim Tutorial hat er gesagt, los, drück den Knopf. Na gut, You really think you can stop me? Bah! You're delusional. Achso, also, Stage 1 haben wir freigespielt. Dann gucken wir uns mal Stage 2 an. Oh mein Gott, ich kann es manchmal echt nicht fassen mit der Grafik. Ich weiß vor allen Dingen nicht, sind das fertige Assets? Also wenn das zum Beispiel der Entwickler einfach nur ein Programmierer ist.
Aber selbst dann, ich habe schon im Unity Store und so mal geguckt. Es gibt fantastische Assets, die wirklich gut aussehen für alles, die man sich einfach kaufen kann, ne? Wenn man keinen Grafiker hat, kann man sich Sachen kaufen. Und ich finde tatsächlich, das ganze Spiel funktioniert ja, das ist cool. Warum sie dann nicht auch ein bisschen freshen Look machen? Und es ist ja auch nicht unkomplex hier, ne? Das ist ja alles ganz cool. Aber wie gesagt, aber man muss ja auch manchmal dann verstehen, dass das nur mich interessiert. Irgendwie einen ansprechenden Style am Start zu haben. Für das eigentliche Gameplay hat das natürlich keine Bewandtnis, aber trotzdem. So. Was ist das? Irgendwas hat mich. Jetzt müssen wir aber auch langsam mal gucken, weil. Teddy Bears, come out to play. Bin mir nicht sicher, ich habe das Gefühl, die. Das Werfen hat irgendwie. Keinerlei Einfluss. Friends, let's make this toy factory great again. Das jetzt ein Donald Trump an Anleihe? So, es gibt extra Punkte, wenn ich diese kleinen Zielscheiben auch noch abschieße. Bisher ist es auch noch nicht schwierig. Ah, da. Ich weiß nicht, was das für ein Bär war, so eine Art Sniper oder so. Auch interessant. Ah, okay, es gibt ein Extrasystem. Habt ihr gesehen? Ich habe auf das. Geh mal weg hier. Ich habe auf das grüne Symbol geschossen und dann wurde ich, glaube ich, geheilt oder so. Das finde ich auch gut. Also, dass es sich entwickelnde Game-Mechaniken gibt. Wie gesagt, gegen das ganze Spielgefühl. Ey, komm mal von der Pelle hier. Bisschen merkwürdig, wenn so ein Riesentier auf einen zukommt. Oh, oh shit. Und jetzt habe ich was ins Gesicht bekommen. Schon sind wir fertig. I have a dream. A dream of a world where no teddy bear gets manhandled by smelly humans. A world where teddy bears are gods and humans grovel at our paws. Ich mach mal weiter. Ich meine, das ist ja ganz süß eigentlich, ne? Aber Mann, sieht das scheiße aus. Aber ich weiß, das ist vielen Leuten echt wurscht. Also, ich hatte ja. Wie soll ich das erzählen? Erinnert ihr euch noch an Marvels, dieses Jump'n'Run? Das ist tatsächlich auch vom Spielen her scheiße, aber What's up, dude? es sieht auch kacke aus. Und ich weiß aber, dass es Leute gibt, die sehen keinen Unterschied zwischen der Grafik von Marvels und irgendeinem Super Mario-Titel oder so. Für die ist das einfach bunt. Und es gibt dramatische Unterschiede, ja? Die Gestaltung ist da wirklich auf einem ganz anderen Level. Aber wir machen jetzt mal die Musik an. Das mit den Knöpfen müssen wir mal überdenken. Yes, man. Läuft, Digga. Best of luck. No, I think you'll need it. So, wir gucken uns nochmal, würde ich sagen, ein Survival-Level an. Weil das doch ganz interessant ist, es gibt ja so ein bisschen Progress, ne? Es kommen neue Gegner rein. Ein Teddy, der mir irgendwas Grünes ins Gesicht geschossen hat. So, aber ja, es ist Geschmackssache, würde ich sagen. Ich bin jetzt von der Spielmechanik gar nicht enttäuscht, aber wenn man jetzt die Wahl hätte, nimmt man natürlich eventuell lieber Blast of the Universe oder so. Das hat nämlich genau dieses Momentum. Also das ist auch ein schönes Spiel von der Gameplay-Seite. Aber bringt noch dieses bisschen mehr mit. Alter. Okay, mit Musik wird es dramatischer. Das ist eine Flasche, die der auf mich geworfen hat, der Teddy da oben. Guck mal, mit etwas Grünem. Aber ich kann sie abschießen. Teddy Bears, come out to play. Okay, jetzt mit Mucke ist schon ein bisschen besser. Achso, guck mal, ich kann tatsächlich die Teddys mit den Waffen auch abschießen.
oder abbremsen zumindest. Na gut, dann hat das Nicht-Nachladen sozusagen ja noch eine zweite Funktion, dass man einfach werfen kann. Verdammte. Forget it, buddy. It's Frankie Town. Okay. Ach, mein Lang. Die Sprüche vom Teddy sind eigentlich, also vom Evil Teddy sind eigentlich okay. So, aber wir haben irgendwie seit Beginn der PlayStation VR Gear VR, was halt, oh shit, den hab ich nicht gesehen. Was halt genauso und besser funktioniert. Und das finde ich immer, das ist natürlich auch eine Geschichte, die man mit einrechnen muss, ne? Mittlerweile gibt's einfach. Ah, was war das denn? Eine Bombe? Fuck! Ich hab mich erschrocken. So, aber ich hab immer noch Zeit, mir hier die Schießscheiben abzuschießen, aber es wird schon ein bisschen kritischer jetzt, ja? Kommt dran, Jungs. Bum, 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 bum. Sorry to be the bearer of bad news, but you won't be so lucky next time. Wobei, was ich mag bei dem Level, ist halt die Farbigkeit, finde ich nett, muss ich sagen. Ich kann jetzt nicht zwischendurch gucken, ich sollte mich machen. Dass die Säulen hier so lila sind und dann mit diesem mintfarbenen Wänden und so. Ihr seht schon, ne? Ich freunde mich langsam mit dem Titel ein bisschen an. Also, irgendwas hat der. Ich weiß auch nicht. Kostet 15 Euro übrigens, falls ich das noch nicht erzählt habe. Ich habe es schon erzählt, ne? Was auch sehr okay ist, ne? Und wie gesagt, wenn man an Wave-Shootern an sich Spaß hat, und das ist ja natürlich was Tolles, um sich ein bisschen zu beschäftigen für Menschen, die Motion Sickness haben und nicht im Farpoint oder so die wilde Action erleben können oder in Arizona. Und sich selbstverständlich nicht Bravo-Team holen zum Schießen. Hey, dude. So, Kinder, aber ich würde jetzt gerne nochmal gucken. Wir haben jetzt Survival gespielt. Ihr habt gesehen, wie das aussieht. Ne? Das ist so ein Horde-Modus. Also sie kommen alle aufeinander zu. Jetzt würde ich mal wissen, Feuer ist. Bring the heat. So, ist das einfach nur härter oder? Wir werden es rausfinden. Panda. Und ich hätte auch nichts dagegen, mal noch ein paar mehr Waffen zu bekommen. Watergun. Ah, und schon bekomme ich mehr Waffen. Das scheint jetzt irgendwie eine andere Mechanik zu sein. Gucken wir mal. Listen, dude. Frank's a total pyromaniac. You're gonna have to use your watergun to survive this place. Okay, der Panda versucht jetzt den Sprengler hier anzuschalten. Und, achso, ich muss die löschen. Oder? Ja. So, okay. Ja, warum rennen wir denn immer? Schade. Awesome! What the bad boys up? Irgendwas in mir weigert sich zu verstehen, warum diese Kisten brennen und warum ich die löschen muss. Das habe ich gerade nicht so. I have fond memories of this room. I was born here. What? I think it's fitting that the room where I gained life is the room where you lose yours. Idiot. Zwischendurch dann immer Sprüche von einem Bossgegner in krass animierten CG-Sequenzen. What? Alter, da stand ein Teddy. Okay, also hier, wenn ich das jetzt game-mechanikmäßig analysiere, kann man mit der linken und der rechten Waffe einfach nicht dasselbe machen. Die eine löscht, die andere hält die Bären ab.
ist sozusagen der Twist. Und der ist Mist. Nein, ist er nicht. Es ist okay. Oh, was ist denn jetzt los? Warum? Oh, ach so, okay, wenn ich die Dinger nicht lösche, dann muss ich husten. Und das ist offensichtlich nicht so toll. Ich muss ja gestehen, hier. Okay, tell das ist der Sprengler. What do teddy bears do when it rains? They get wet. Ja. Continue. Bronzener Topf geerbt. Sehr schön. So, so gut, so gut, so gut. Ihr wisst, was los ist, ne? Ich bereue gerade, dass ich in der Zeit nicht versuche, einen neuen Rekord bei Blasters of the Universe, bei der Weekly Challenge zu machen. Stattdessen hier Teddybären abschieße. Okay, so. Feuermodus haben wir probiert. Das ist einfach eine andere Art zu spielen. Bombenmodus. A real blast. Zack. Zack. Panda. Der Panda mit einer Schirmmütze. Irgendwie hat das alles so ein auf mich so ein 90er-Jahre-Charme. Okay, ich kann Bomben irgendwie außer Gefecht setzen mit meiner linken Waffe wahrscheinlich wieder. Gucken wir mal. Ich meine, es ist ja nett, dass sie so my bros are trapped here. Oh, that wacko Frank is trying to blow them up with bombs. You need to use your freeze gun to stop the bombs. Try it out. Ist aber auch so komische Sachen, ne? Guck dir das mal an. Die Textur da ist ja unfassbar low res. Dafür. Dafür sind Details wie dieser, wie heißt denn das, Gabelstapler. Irgendwie, wo ich denke so. Ach, scheiße. Wozu steht da hinten ein. Ich kann auch die Titties freezen, das ist ja lustig. Oh nein, aber ich muss. Ich treffe die Bombe nicht. Ah, jetzt habe ich sie. Meine Güte. Das ist aber Action hier. Das ist nämlich eine Sache, auf die ich nicht so stehe. Diese, Shooter, wo man irgendwie gleichzeitig mehrere Sachen machen muss. Deswegen habe ich mir auch Shooty Fruity noch nicht angeguckt, weil ich einfach von diesem Multitasking-Zeug genervt bin. Also, wenn schießen, dann gerne schießen. Aber. Okay. Aber warum ich. Boah, treffe ich das blöde Ding nicht. Oh ja, Flugbären, sehr schön. Okay, aber wie gesagt, sie haben so einen gewissen Witz hier. Das finde ich ganz nett. Noch mehr Flugbären. Flugbären. Jetzt habe ich die Bombe schon wieder verpasst. Ich versuche, stop Frank und seine Crew from taking over the toy factory, but there are way too many of them. Oh nein, ich habe auch einen Bären erfroren in der Luft. Lustig. Jetzt wird es aber langsam hektisch, ne? Ihr merkt das. Scheiße! Wie geht denn das? Oh. Oh mein Gott. Jetzt komme ich hier aber echt durch den Tüdel, ey. Ne, Bomben werden gefroren und nicht beschossen. Zack, okay. Komm schon. Uff. Why? Meine Güte. I guess you're wondering what happened to the factory workers. Well, we chopped them up and made them into human soup. Ich muss das wirklich. Ich weiß auch nicht. Guck mal, weil jetzt unmittelbar unter mir, ne, diese metallgenoppte Textur, die ist vollkommen okay. Die ist gut. Also von der Auflösung her und so. Und wie gesagt, diese Metallplatte oder was das sein soll, diese unfassbar low-res. Und das ist ein bisschen Schlamperei irgendwie. Ich verstehe gar nicht, warum die das machen. Ich meine, die Entwickler stehen doch dann auch hier und checken das mal und gucken sich das an. Und dann fällt ihnen nicht auf, dass das eine einzige Riesenfläche des Raumes wegen einer Textur so ein bisschen doof aussieht.
Naja. Okay, aber das ist, wie gesagt, bei diesem ganzen Grafikstil jetzt eh nicht so relevant. Der ist ja nicht, um die Augen jetzt bis zum Ende zu beglücken. Wobei ich aber auch sagen muss, ich hätte auch nichts dagegen, wenn es so wäre, ne? Weil wenn es ein relativ einfaches Spielprinzip ist, was echt überschaubar ist und keine 20-stündige Abendunterhaltung und so, finde ich, dann kann man wenigstens verlangen, dass die Präsentation cool ist. Aber das Geschmackssache für 15 Euro bekommt man hier. I don't Auf be jeden boss you Fall around, Spaß, wir gucken but jetzt you're not mal, at wie that ein level yet. Bosskampf aussehen könnte. Ich habe ein bisschen Angst. Ach so, das kann ich noch gar nicht machen. Okay, wieso? Müssen wir erstmal. There is still enough cotton left to build thousands of bears. Also ja, guck mal hier. Hier sind die Sachen angezeigt. Also vom Survival Mode habe ich drei erledigt. Zwei muss ich noch, damit ich zum Boss komme. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wartet mal kurz. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich das erleben will. Achso, wir sind ja schon da. Und warum kann ich jetzt nicht den vierten anwählen? Irgendwas verpasst? Habe ich den dritten nicht geschafft? Doch. Ich habe doch nicht erst zwei Level gespielt. Habe ich doch? Verdammt. Was ist los? So, na gucken wir mal. Wir gucken mal. Tatsächlich habe ich heute genügend Sachen auf dem Zettel. Es ist wirklich früh morgens. Es ist 7:30 Uhr oder so. Das habe ich doch schon gespielt. Habe ich das verloren? Bin ich gestorben? Stecke ich in eine Zeitschleife? Oder wird es jetzt einfach nur härter und das bleibt im derselben Level? Kleiner Mist. Ja, wir kicken so ein Teddybear-Ass. Hülle. Dieser kleine Scheißer da, ey. Und dieser kleine Scheißer. Ich wette, weil ich jetzt die Musik anhab. Ach so, ja, es gibt ja eh keine Monetarisierung mehr für mich auf YouTube. Aber ich wollte gerade sagen, ich wette, weil ich die Musik anhab, wird das Spiel auch aus Copyright-Gründen gesperrt. Weil die Musik klingt mir wirklich, als wenn sie irgendwie irgendwo geshoppt wäre. Wisst ihr, in so den Libraries. Das ist, die ist zwar ulkig, aber auch so merkwürdig zu dieser Situation her, muss ich gestehen. Ey, bleib mir. What? Diese miesen kleinen Bären. Ich möchte mich nicht beschweren. Über miese kleine Bären. Also, so wie es aussieht, habe ich die Sache hier doch ganz okay im Griff. Das ist der dritte Level. Ah, mein. Blast of the Universe Training hat sich schon ausgezahlt. It's way harder. Aber wie gesagt, ich muss sagen, ich fand schon Gear VR, wie ist das? Der Wave Shooter mit dem Minecraft-Look. Einer der ersten war auf der PlayStation. Der war schon super, tatsächlich. Wo der auch so eine ganz einfache Optik hatte. Hatte der ein total Sorry tolles to be the bearer of bad news, but you won't be so lucky next time. Schießgefühl und so. Oder? Von dem Ding bin ich nach wie vor begeistert. Ich habe den schon gespielt. Ich habe doch hier schon Highscore. Was soll denn das? Ist ja merkwürdig. Vielleicht muss man irgendwie. Oder ich habe noch eine neue Theorie. Ich muss wirklich alle Level freischalten, um an den Boss zu kommen. Ich glaube, das schaffen wir dann heute nicht. Aber ist ja auch gar nicht der Plan. Ich wollte nur mal für alle, die dieses Spiel vielleicht noch gar nicht bemerkt haben oder sich nicht geholt hatten oder so, Bonjour! There is still enough cotton left to build einfach mal thousands of reingucken. bears. Tatsächlich geht der vierte Dingsen nicht hoch.
weiß jetzt nicht warum. Ich habe ja offensichtlich schon mal einen höheren Score gehabt als jetzt gerade. Was mich auch noch interessieren würde, wir haben hier Crazy und Cuddly. Ich glaube, das sind die Schwierigkeitsgrade. Ich schalte mal auf Crazy und wir gucken mal, ob der Modus jetzt schwerer ist, ja? Ich hoffe, das funktioniert so. Crazy? Ah ja, noch einmal schießen. Ja, da ist ja auch aufgemalt. Man kann mit der Gun werfen. Hier zwischendurch sind nämlich immer Spieltipps. Das muss man aber erstmal verstehen. Na gut. Was ich hier alles mitmache, ne? Für euch. Ich werde früh morgens von Teddys angegriffen. Also ich glaube... Okay, oh, shit. Diese miesen... Die muss man loswerden. Okay, okay, ja, es ist mehr Action. Merke ich. Oh, fuck. Noch ein großer Bär. Das kann ich, ich habe noch gar nicht probiert, ob ich einfach nicht auch ausweichen kann. Fuck. Ja, es ist mehr Action. Mein Gott. Das war richtig. Also, das hätten wir jetzt rausgefunden. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade. Cuddly und Crazy. Casey und Lacey. Oh Gott, es geht ja richtig ab hier. Meine Fresse. Well, better luck next time, loser. Okay. Na gut, na gut, na gut. Ich gebe auf. Okay, okay, okay. Ihr seht, eigentlich ist alles cool mit dem Spiel. Ich weiß, dass das meine Beschwerden über Grafikstil einfach sehr subjektiv sind. Ne? Da habe ich einfach immer den Wunsch, was Schönes zu sehen. Aber das ist schlicht Geschmackssache. So, ich schalte ihn mal stumm, damit er mir hier nicht in meine Verabschiedung labert. Denn das ist es jetzt. Das wird es jetzt, würde ich sagen. Also wir werden jetzt mal Feierabend machen. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Außer den krassen Bossfight. Denn darauf scheint es ja hinauszulaufen. Also man hat einen Bossfight, wenn man alles andere erledigt hat. Ich fand das bei... Ich bleibe mal bei dem Vergleich Gear VR, fand ich halt so nett. Da hatte man bei jedem Level am Ende so einen Bosskampf dann auch, ne? Und so weiter und so weiter. Und da gab es zum Beispiel so 5 verschiedene Welten und so weiter. Also vom Umfang her scheint das hier ganz, ganz ordentlich alles zu sein für 15 Euro. Aber man hat einfach die Qual der Wahl mittlerweile, ne? Ich kriege die gar nicht alle zusammen irgendwie. Also angefangen mit Gear VR gab es dann noch Invaders, Moment, VR Invaders. Ich rede jetzt nur von Gallery Wave Shooter, ne? Dann gab es noch dieses Lethal VR, den ich aber bisher tatsächlich am langweiligsten fand, ne? Schießt man nur so auf Pappkameraden und das ganze Tracking ist dann irgendwie so uncool. Dann habe ich auch langsam den Überblick verloren. Es gibt ja schon immer Broke Heaven und sowas. Das habe ich nie gespielt, muss ich gestehen. Das hat irgendwann mal einen Aim-Controller-Patch bekommen und soll seitdem irgendwie ganz cool sein, aber ich habe auch noch nicht geschafft, da mal reinzugucken. Dann ist es ein bisschen schwierig. Superhot ist ja irgendwie... Naja, nee. Auch irgendwie ein bisschen Gallery-Shooter, aber mit einem Twist und... den würde ich nicht vergleichen, das ist schon was Besonderes. Aber es gibt noch Deck Wild, das ist technisch alles ganz okay und macht Spaß. Dann gibt es Blast of the Universe jetzt. Shooty Fruity habe ich mir auch nicht angeguckt, weil ich schon gesehen habe, dass diese Multitasking-Geschichte, die finde ich immer ein bisschen anstrengend. Aber der sah eigentlich schön aus. Und ich glaube, es gibt mindestens noch 2 andere oder so, die ich jetzt gar nicht erinnere. Aber ja, das wollte ich sagen. Man hat die Qual der Wahl. Und mein Lieblingsshooter zurzeit ist natürlich Blast of the Universe. Den kann ich sehr empfehlen. Vor allen Dingen, da gibt es jetzt auch schöne Rankings und Highscores. Da kann man immer ein bisschen was machen.
Und ich finde die Idee mit der täglichen Challenge ganz geil. Quatsch, mit der Weekly, dass man wirklich sagen kann, okay, das hier ist so eine Spezialecke vom Spiel, wo man sich immer beschäftigen kann, wenn man auf den normalen Modus gerade keinen Bock mehr hat. Und hier, glaube ich, wenn man es einmal durchgespielt hat, dann war es das auch, oder? Also dann ist zumindest nichts Neues zu erleben, langfristig. Aber es ist ein ordentlicher Titel, der lässt sich gameplay-technisch irgendwie nicht zu Schulden kommen. Der hat nur den harten Style-Anspruch von Mutensen jetzt nicht ganz erfüllt. Aber das ja, ist eine subjektive Einschätzung. Das ist für viele, glaube ich, extrem okay. Alles klar. Ich glaube, jetzt alles erzählt zu haben, was mir zu diesem Spiel einfällt, und hoffe, ihr könnt euch da durch eine eigene Meinung bilden. Und darauf kommt es am Ende an. Denn tatsächlich, was in VR interessant ist, man kann es schlecht in einem Video sehen, wie es sich anfühlt. Was bei anderen 2D-Videospielen eigentlich super geht, also zumindest wesentlich besser, weil man sieht schon mal, was man bekommt auf YouTube per 2D-Screen. Ein VR-Spiel zu zeigen, versuche ich immer darüber hinzukriegen, dass ich möglichst alles beschreibe, was ich sehe und fühle. Und das ist hier meine selbstgestellte Aufgabe. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir trotzdem einen Daumen hoch gebt oder was kommentiert. Ja. Vielleicht habt ihr irgendeine eigene Meinung zum Thema Wave und Gallery-Shootern auf der PlayStation VR oder generell. Schreibt mir alles, worauf ihr Lust habt. Da freue ich mich immer. Kommentare finde ich cool. Das war Mutensen für Mofan VR. Ich bin das nächste Mal natürlich wieder da mit dem krassesten Titel auf der Welt und PlayStation VR spielen. Haut rein. Ist noch ein bisschen früh. Ne? Funktioniert. Mein Humor ist noch ein bisschen eingerostet. Bye, bye.